Guten Abend bei Exklusiv. Ich bin Frauke Ludowig. Aus der kleinen Harry Potter Hermine ist eine bildhübsche Frau geworden. Und jetzt hat Emma Watson auch noch einen millionenschweren Werbevertrag an Land gezogen. Und damit stellte die 19-jährige Victoria Beckham und Gwyneth Paltrow auf der Fashion Week in London in den Schatten. Dan Farrington und Patricia Fortkamp. Mann, wirkt die erwachsen. Emma Watson ist unumstritten der Star des Abends gestern in London. Im gekräuselten Alu-Mini-Dress und mega High Heels rissen sich die Reporter um die 19-Jährige. Ein Grund, sie macht jetzt den Topmodels Konkurrenz als neues Aushängeschild der Marke Burberry. Ich habe mich schon immer für Mode interessiert. Es macht mir Spaß, mich damit auszudrücken. Aber auch lässig im Trenchcoat und schwarz geschminkten Augen wirkt sie höchstens wie die kleine Schwester ihrer Vorgängerin Kate Moss. Das Streber-Image der braven Hermine aus Harry Potter wird sie irgendwie schwer los. Auch im wahren Leben studiert Emma fleißig an einer Elite-Uni in Amerika. Ich liebe die Uni, es ist klasse dort. Und alle wollen die Hausaufgaben mit dir machen? Bis jetzt noch nicht. Ihr Millionendeal mit Burberry hat ihr jedenfalls einen Platz in der ersten Reihe bei der Show eingebracht. Aufgeregt schnattert sie mit Hollywood-Star Gwyneth Paltrow. In Sachen Posing kann sie sich allerdings bei ihr noch eine Scheibe abschneiden. Victoria Beckham mit Aua-Aua-Stilettos und Streichholzbeinchen. Angeblich soll sie Hüftpolster unterm Kleid getragen haben. Warum? Um ihre knochige Figur zu kaschieren. Ich bin echt aufgeregt. Es ist toll, wieder in London zu sein. Und ich habe noch nie eine Show gesehen, an die so hohe Erwartungen gestellt wurden. Dafür ist die Fußballergattin extra aus Amerika eingeflogen. Genau wie Modepäpstin Anna Wintour und Schauspielerin Mary Kate Olsen. Doch keine war bei den Reportern so beliebt wie Emma Watson. Und Emmas Assistentinnen wirkten etwas überfordert mit den vielen Interviewwünschen. Solche Szenen gehören ab jetzt zum Alltag eines Topmodels dazu.